Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Prostitution ist nach wie vor ein aktuelles Thema in Berlin, eine bestehende Realität, mit der umgegangen werden muss. Das Prostitutionsgesetz ist in der Umsetzung seiner drei Paragraphen weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Prostituierten sind nicht in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse gekommen. Honoraransprüche wurden nur in Ausnahmefällen eingeklagt. Deutschland ist zu einem Eldorado für Zuhälter und Bordellbesitzer geworden. Es besteht also dringend Handlungs- und Regelungsbedarf. Im Koalitionsvertrag von 2013 zwischen der Union und der SPD wurde deshalb auch sehr richtig eine umfassende Überarbeitung des Prostitutionsgesetzes vereinbart. Wenn sich daraus Änderungserfordernisse für Landesgesetze, etwa im Gewerbe- oder Baurecht, ergeben, wird der Senat diese selbstverständlich umsetzen. Doch Landesgesetze schon vor der bundesrechtlichen Novelle ändern zu wollen, hält meine Fraktion nicht für sinnvoll. Ziel bleibt es also weiterhin, die Arbeitsbedingungen der betreffenden Frauen zu verbessern und gleichzeitig Zwangsprostitution und Menschenhandel einzudämmen. Ich möchte keineswegs Prostitution mit Menschenhandel gleichsetzen, aber es ist in der Realität leider so, dass dort, wo Menschenhandel stattfindet, auch oft Prostitution im Spiel ist. Beiden heute behandelten Anträgen ist gemein, dass sie einen runden Tisch fordern. Das läuft also darauf hinaus, dass vom Senat ein solcher initiiert werden soll. Also noch ein weiterer runder Tisch. Ich spare mir an dieser Stelle die Aufzählung der bereits existierenden runden Tische und auch der runden Tische, die mangels Beteiligung wieder eingestellt wurden in Berlin. Da haben wir bereits im Ausschuss ausführlich drüber gesprochen. Es kann doch nicht unser Ziel sein, möglichst viele runde Tische einzurichten, an denen sich womöglich auch noch die gleichen Akteure treffen. Auch in der Anhörung im Ausschuss wurde festgestellt, dass es schon genügend Gesprächsrunden in Berlin gibt und daher kein neuer runder Tisch notwendig ist. Das sahen auch insbesondere die Vertreterinnen der Prostituierten so. Der Evaluationsbericht zur Umsetzung des Prostitutionsgesetzes auf Bundesebene hat die bestehenden Defizite festgestellt und aufgelistet. Also kann auch das keine Aufgabe eines weiteren runden Tisches sein. Der im Antrag beschworene runde Tisch in Nordrhein-Westfalen hat sicher großen Einsatz gezeigt. Was sich durch seine Arbeit konkret für alle Beteiligten verbessert hat, scheint mir jedoch ernüchternd gering zu sein. Für Berlin ergibt ein zentraler runder Tisch wenig Sinn, da die Problemlagen nicht überall in der Stadt identisch sind. Auf Bezirksebene können sich die Akteure viel besser mit der Situation vor Ort auseinandersetzen, und das geschieht ja auch. Die dort geleistete wertvolle Arbeit wollen wir nicht mit einem vom Land geschaffenen, übergeordneten neuen Gremium entwerten. Ein runder Tisch sollte nur dann eingerichtet werden, wenn man sich davon konkrete Wirkungen verspricht, nicht aber aus blindem Aktionismus. Deshalb schließt sich meine Fraktion beiden Beschlussempfehlungen an, welche die Ablehnung der vorliegenden Anträge empfehlen. Vielen Dank.